Unser Ferdi ist doch dran. Hast du wo Probleme? Dann frage Ferdi, er was rat. Bring Spiel, Gitarre, Wunder, wunderbar. Und wir singen mit. Verzaubert laufen alle munter hinterher. Immer mehr und mehr, alle hinterher. Immer mehr und mehr, bis ans Ende der Welt. Ferdi ist seinen Verfolgern Flip und Flop, den lästigen Ohrwurmpolizisten, im Ballon entkommen. Tja, da fliegt er nun durch die Lüfte und weiß nicht so recht, wohin und wie er wieder runterkommen soll. Hey, sofort landen! Da er nicht freiwillig runterkommen will, tritt Paragraph 3 des Steinschleudergesetzes in Kraft. Jawohl, ja! Danach sind flüchtige Luftballons, die auf Anruf nicht sofort stehen bleiben, zum Abschuss freigegeben. Ziel anvisieren! Ziel anvisiert! Feuer frei! Jawohl, ja! Oh, Achtung, das Ding kommt zurück! Oh, das ist, wie man so sagt, ins Auge gegangen. Dir werde ich die Schadenfreude schon austreiben. Jetzt nimm du die Sache mal in die Hand. Wie soll ich den Ballon denn in die Hand nehmen? Der ist doch viel zu groß. Außerdem bin ich hier unten und er ist da oben. Schließlich bin ich ein Ohrwurm-Polizist, kein Düsenjäger. Wenn der Ballon nicht zum Polizisten kommt, muss der Polizist zum Ballon. Paragraph 4. Ich muss nur die genaue Flugbahn berechnen. Berechne die bloß nicht falsch, sonst lande ich nachher noch auf der Venus. Na und? Soll eine ganz reizende Frau sein. Nun hör auf, hier rumzuquasseln und schlag endlich das Spannseil durch. Hau mir ja nicht auf den Hut, sonst kriegst du eins auf denselben, klar? Beim Fliegen schön den Mund zu machen, sonst gibt's Durchzug. Spar dir deine blöden Ratschläge. Ah, Volltreffer, sehr gut. Festhalten! Oh, verflixt und zugenäht ist das Ding glatt, da braucht man ja Saugnäpfe am Griffel. Ah! Oh, das ist ja so ein Dings da, eine fliegende Untertasse. Alarm, Alarm, unbekanntes Flugobjekt verletzt unseren Luftraum. Was ist mit deiner Harpune? Ich hab aus Versehen den Besen gegriffen. So was nennt sich nun Killerwespe. Wespengeschwader 1, sofort starten. 47,11 Grad Formationsflug. Alle mal herhören. Wir müssen erst noch mehr Höhe gewinnen und greifen dann den Eindringling heimtückisch von hinten an. Und dann wird er durchbohrt. Mit Blicken? Nein, mit den Harpunen. Achtung! Sturzflugbrillen aufsetzen und Steigflug! Ich muss Ballast abwerfen. Was soll man denn hier oben mit Ketchup, Büchern und Bratpfannen? Ich bin doch kein Flughund. Was fällt dir ein, mich einfach rauszuschmeißen? Wie kommst du überhaupt in den Ballon? Du hast wohl wieder vergorenen Nektar getrunken und einen Ballon gehabt. Los, rein mit dir. Die Killerwespen greifen an. Wer greift an? Was für Killerwespen? Achtung! Zu einer Reihe formieren. Oh je. Ihr seid unerlaubt in unseren Luftraum eingedrungen. Bin ich ein Hellseher? Dann müsst ihr hier eben Schilder anbringen. Außerdem sind wir zufällig hier, sozusagen vom Winde verweht. Ja, und ich bin besonders zufällig hier, weil ich nur zufällig hier drin bin. Ich habe den Korb mit meiner Hundehütte verwechselt. Keine faulen Ausreden, ihr seid illegale Luftraumbenutzer und dafür werdet ihr jetzt bestraft. Euer Glück, dass wir heute unseren Obsttag haben, sonst hätten wir euch in die Pfanne gehauen. Wir werden euch also ausnahmsweise das Leben schenken. Aber wenn wir das tun, wollen wir wenigstens ein bisschen Spaß haben. Und jetzt auf die Schnelle hinein in die Pelle. Attacke! Und hinein! Und hinaus! Und nochmal! Yippie! Achtung! Kommt gut nieder. Oh je, mir wird schlecht. Oh nein! Gute Landung. Gibt's
jetzt hier keine Notbremse oder sowas? Red kein Quatsch! Oje, oje! Das ist ja wie Achterbahn, Karussell und Fahrstuhl zusammen! Mir ist hundeübel! Gerad jetzt bloß nicht in Panik, stell lieber die Ohren auf, die wirken dann wie Bremsklappen! Vorsicht, Landung! Oh, sind wir tot? Wo sind wir denn gelandet? Jordi, was ist denn los? Sag doch was! Ach du Schreck! Was ist denn? Wir sind auf einem hohen Baum gelandet. Ich komme. Er wird schwindelig. Schnüffel, wo willst du denn hin? Ich hab dich. Gerettet. Warte, ich bin gleich da. Nicht so schnell. Geschafft. Beeilung. Was hast du denn? Weißt du eigentlich, was du wiegst? Du bist nicht gerade ein Fliegengewicht. Naja, ich wollte sowieso nächste Woche mit einer Diät anfangen. Außerdem habe ich mich ganz leicht gemacht, also hab dich nicht so. So, und jetzt muss ich mal an den Baum, ja? Au, au, aua! Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, jetzt werde ich dir mal was stecken, du Bonsai-Bernardiner. Schlimm genug, dass du mir Grobheiten an den Kopf wirfst, aber keine Erdbeeren, gegen die bin ich allergisch. Also erstens brauchst du mich nicht so anzubrüllen, zweitens habe ich nicht geworfen und drittens sind die Dinger für Erdbeeren ganz schön hart. Oh, pardon, ich wollte euch nicht wehtun. Ich sitze hier auf meiner Kanapee und habe so wenig Abwechslung. Deswegen wollte ich mir machen mit euch beiden eine kleine Spaßpläsier. Ja, ganz unsererseits. Seid ihr mit dem Ballon ihre Not gelandet? Ja, nach einem furchtbaren Kampf mit den Killerwespen. Die haben uns am Ende abgeschossen. Da habt ihr aber Fortune gehabt, dass euch nichts passiert ist. Und wie wollt ihr jetzt nach Hause in eure Maison kommen? Der Ballon ist doch kaputt. Ja, jetzt bist du dran, Ferdi. Ich bin schließlich ein Hund und kein Hellseher. Wie wir nach Hause kommen? Tja, um ehrlich zu sein, bin ich da ein bisschen überfragt. Ich weiß ja nicht mal, wie wir hergekommen sind. Die Sorge um Ferdi frisst mich auf. Aber hat nicht zufällig jemand etwas, was ich auffressen kann? Dass du nur immer ans Essen denken musst. Seht mal da oben. Ja. Das ist der Fesselbullion, mit dem Ferdi weggeflogen ist. Du Dummkopf, das heißt Fesselballon. Das ist doch jetzt völlig gleichgültig. Mein armer Ferdi, mein bester Freund, ist hin. Diese gemeinen, verflixten Killerwespen haben ihn auf dem Gewissen. Bergen wir seine traurigen Überreste. Nun nimm doch nicht immer gleich das Schlimmste an. Warten wir es erst mal ab. Genau, alte Unke. Ich seh mal nach. Hallo? Der Korb ist völlig leer, da ist überhaupt nichts drin, nicht mal ein Hosenknopf. Oh nein, es ist genau wie in dem Film. Diese schrecklichen Ungeheuer haben ihn aufgefressen. Los jetzt, tollen kannst du immer noch, wir haben noch keinen Beweis. Nanu, hey, kommt alle ein bisschen näher. Hier sind eindeutig frische Fußspuren zu erkennen. Sie führen dort ins Gebüsch, seht ihr? Zwei große und vier kleine Füße. Hab ich's nicht gewusst, da sind sie. Ferdi! Hallihallo! Hä? Was? Ja, wir sind's wirklich! Oh, wir sind gerettet! Ich hab Recht behalten! Mein rechtes Ohr hat vorhin so geklingelt. Da wusste ich, es denkt jemand an uns! Ist das ein Glück, dass ihr da seid? Meinem durch viele Detektivfilme geschulten Spürsinn ist es wieder mal gelungen, dich zu finden. Angeber! Kommt, Freunde, das ist doch ganz egal. Hauptsache, ihr seid da. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so gefreut, euch wiederzusehen wie heute. Schnüffel und ich sind gerade noch mal davongekommen. Genau. Ich weiß gar nicht, was schlimmer war. Der Angriff der Killerwespen oder dieser furchtbare Absturz. Oh. Dann hat der Tollpatsch mit seiner Angst, die Biester könnten euch aufgefressen haben, durchaus recht gehabt. Wobei das Wort aufgefressen mich an meinen eigenen Hunger erinnert. Tollpatsch hatte auch allen Grund, sich Sorgen zu machen. Schließlich hat er Ferdi erst in diese Lage gebracht. Das ist eine ungeheuerliche Verleumdung. Ich war überhaupt nicht schuld, sondern nur ein paar unglückliche Umstände. Dafür habe ich ihn jetzt auch wiedergefunden. Sagen Sie mal, Monsieur, wollen Sie mir Ihre Freunde nicht vorstellen? Schließlich haben Sie es Ihre mit einer Dame zu tun. Selbstverständlich, Gnädigste. Entschuldigung, das habe ich total vergessen. Darf ich bekannt machen, meine Freunde? Alles hochbegabte Künstler, vor allem Lebenskünstler. Tollpatsch, Grillerich, Appetitus und Arambula. Wo? 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 Hä?
Was hast du gesagt? Oh. Er wollte sagen, dass sie sehr hübsch sind. Übrigens, das ist Schnüffel, mein Hund. Ach ja, und ich bin Ferdi. Tja, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich meine, wenn es Ihnen recht ist, eine Gegenfrage. Wie ist denn Ihr werter Name? Ich heiße Coco und bin vom Stamme der Seidenraupen. Wir kommen aus China. Marco Polo hat uns von dort nach Europa mitgebracht. Ich gehöre der Ligne Française an. Ein bezaubernder Akzent. Übrigens habe ich über Marco Polo mal einen sehr interessanten Film gesehen, den ich Ihnen gerne erzähle. Sehr nett, aber vielleicht ein andermal. Soll ich Ihnen jetzt ein Lied singen? Es wäre uns eine Ehre. Worüber wollen Sie denn singen? Über mich und mein Schicksal. Ihr Publikum liegt Ihnen zu Füßen. Ja, singen Sie. In meinen Träumen kann ich fliegen und tanz durch den Morgenwind. Nasche Nektar und Tau, immer treibt's mich hin und her. Ich wär so gern einmal ein echter Schmetterling. Von Rast und Ruh hab ich nie was gehört. Ich kenn die ganze Welt als echter Schmetterling. Fangt ihn niemals ein und lasst ihn tanzen, den Schmetterling. In meinen Träumen kann ich fliegen, kann fliegen. Ich wär so gern einmal ein echter Schmetterling. Ein jeder kennt meinen taumelnden Flug. Die ganze bunte Welt gehört dem Schmetterling. Fangt ihn niemals ein und lasst ihn tanzen, den Schmetterling. La, 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 la. Bravo! Oh, oh, bravo! Spitze! Weitermachen! Fantastisch! Sagen Sie, Mademoiselle, warum sind Sie eigentlich immer noch kein Schmetterling? Ja, finde ich auch. Aus einer so hübschen Larve müsste doch eigentlich ein wunderschöner, bunter Schmetterling schlüpfen. Ja, das ist es ja, was ich nicht verstehe. Mon Dieu, da fällt mir was ein. Seidi, ja, ja. Silky, Carlo, Trallo. Was ist denn? Na, sag schon. Was ist? Was können wir für dich tun, Schwesterchen? Für mich nichts, aber unsere kleinen Bibis in den Kokons müssen gefüttert werden. Unsere armen Püppchen haben wir ja völlig vergessen, aber die Milch haben wir wenigstens warm gestellt. Also, ist das euer Ernst, dass ihr erwachsenen Mädchen noch mit Püppchen spielt? Aber mit Püppchen meinen wir doch unsere kleinen Bibis in den Kokons. Die füttern wir mit Blattlausmilch, das ist sehr gesund. Da macht sich mal wieder dein Bildungsnotstand bemerkbar. Die Seidenspinner legen Eier, aus denen schlüpfen die Seidenraupen und die verpuppen sich im Kokon. Oui, oui. Und darin schlafen wir gewissermaßen bis in die Püppen. Und wenn wir uns verpüppt haben, schlüpfen wir raus als kleine hübsche Schmetterlinge. Können wir zusehen, wenn Sie sich füttern? Ja. Kann ich auch ein Stückchen Milch kriegen? Typisch Appetitus. Er denkt wie immer nur ans Essen. Die lieben Kleinen sehe ich mir mal an. Kuckuck, du, 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 du. Weck die Babys nicht auf! Das musst du verstehen, Ferdi. Ich habe noch nie junge Seidenspinner gesehen. Ich sehe immer nur euch alte Spinner. Überlegen wir doch mal, wie wir den Ballon in Ordnung bringen können. Ich habe die Idee. Ich frage mich, warum ich nicht gleich darauf gekommen bin. Es ist ganz einfach. Na los, raus mit der Sprache. Was ist dir denn eingefallen, Ferdi? Wir brauchen nur Stoffreste, aus denen wir uns Flicken schneiden können. Nadel und Zwirn und dann nähen wir die Löcher im Ballon einfach zu. Jawohl, ja. Ferdi hat mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir legen eine Flickstunde ein, vernähen die Löcher und schon segelt der Ballon wieder durch die Lüfte. Ich als Hund hätte da mal eine hundsgemeine Frage. Also, wo willst du bitte schön den Stoff hernehmen? Oh, Maman, jetzt habe ich mal eine formidable Idee. Très bien. Ach, die kann einem das letzte bisschen Verstand rauben. Hier, mein altes Abendkleid vom Robbenschlepperball. Ihr könnt es zerschneiden und Flicken für euren Ballon daraus machen. Damit machen Sie Modegeschichte. Coco Flanells Ballonkleid. Wirklich, Mademoiselle, für Sie mache ich glatt eine Null-Diät. Ihr Freunde. Mademoiselle Coco stellt freundlicherweise nicht nur den Stoff, sondern auch Nadel und Faden zur Verfügung. Natürlich keine Zwirnsfäden, nein, feinste Seidenfäden. Au, schon wieder! Ich bin ja Sticheleien gewöhnt, aber das
hier geht zu weit. So viele Stiche möchte ich mal beim Skat machen. Ich habe schon wieder den Faden verloren. Bei diesen Fäden fallen mir Fadennudeln ein. Fadennudelsuppe mit Leberknödeln und Parmesan. Himmel, Gesäß und Nähseide, warum will denn der verflixte Faden da nicht reinpassen? Die Nadel raus, die Nadel rein. Flicken ist schön, flicken ist fein. Verflixt und zugenäht. Jetzt reißt mir aber gleich der Geduldsfaden. Wie schon meine Großmutter so richtig sagte, Messernadel, Zwirn und Gicht taugt für Holzbockkäfer nicht. Ich lege also hiermit die Arbeit nieder und nehme die Verantwortung auf mich. Ich habe ab jetzt die Oberaufsicht. Seht euch das an! Tolpatsch hat sich aus Versehen eine Schleppe angenäht. Sind Sie Artist? Mit dieser Nummer können Sie auftreten in den besten Zirkus oder Varieté in Paris. Wir sind schon lange der Meinung, dass Tolpatsch in einen Zirkus gehört, aber mehr als dummer August. Vorsicht, ich hab Sonnenöl verschüttet. So, stell mal deine Horchlöffel auf. Entweder du machst dich jetzt an die Arbeit oder ich nähe dich wieder am Ballon fest. Ich bin ein Künstler und kein Flickschuster. Wann werdet ihr das endlich begreifen, ihr Kunstbanausen? Dann bin ich ein Hungerkünstler, wenn du Künstler bist. Also ich kann zu dieser Bemerkung nur sagen, das ist ein dicker Hund. Die einzige Beziehung, die Tolpatsch zur Schneiderei hat, ist die, dass er eben vom Himmel gefallen ist, wie der Schneider von Ulm. Gerne mit euch fliegen. Ich würde mich so unbeschwert wie ein Schmetterling fühlen. Ihnen werden schon noch Flügel wachsen. Geben Sie nur die Hoffnung nicht auf. Ich werd's versuchen. War nett, euch kennenzulernen. Freunde, kommt gut nach Haus. Als alter Ballonfahrer kann ich nur sagen, rein in den Wäschekorb. Wir müssen sehen, dass wir den Aufwind ausnutzen. Also los. Erstmal das Handgepäck. Bon voyage. Dass du so schwer bist, hat nur einen Vorteil. Wir können dich, wenn nötig, als Ballast abwerfen. Wiedersehen! Halbkugel! Seidi, Silky, Perlo, Dralo! Begleitet sie und gebt ihnen Geleitschutz, damit die Killerwespen sie nicht nochmal belästigen. Was sieht denn da mein wachsames Bullauge? Da ist die fliegende Ameise ja wieder. Der Wind steht günstig, jetzt werden wir zuschlagen, das sage ich dir. Ja, das machen wir. Ich habe auch keine Lust, ins Präsidium zurückzukommen und mich vom Chef wieder anpöbeln zu lassen. Wir werden die modernste Technik einsetzen, über die wir verfügen. Ordne also für den gesamten Luftraum des Silberwaldes Radarüberwachung an. Verstanden? Ameisenbär an Zentrale! Ameisenbär an Zentrale! Erbitten Luftraumüberwachung des Silberwaldes durch Radar. Luftballon im Anflug. Hier Zentrale. Radarüberwachung wird angeordnet. Verfolgen Sie das Flugobjekt. Jetzt schnappen wir ihn. Wir schwingen uns auf unsere Drahtesel und donnern ihm nach. Wir sind schneller als er. Achtung, alle Mann aufgesessen. Volldampf voraus. Volle Pulle. Hinterher. Eine hübsche Aussicht hat man von hier oben. Ach, Freunde, es ist wie im Urlaub. Wenn's diese herrliche frische Höhenluft doch nur in Büchsen gäbe, dann hätte man zu Hause immer was zum Schnuppern. Ach, das erinnert mich an unseren Ausflug nach Italien. Nur fliegt es sich mit dem Ballon viel besser als mit dieser wild gewordenen Libelle. Und ich denke immer an dieses Restaurant in Venedig. Mamma mia, waren diese Spaghetti köstlich! Also wirklich, Mädels, ich finde das sehr nett von euch, dass ihr so weit mit uns mitfliegt. Ich bin früher beruflich viel in der Welt herumgeflogen. Ich hörte, Sie waren in der Schneiderinnung tätig als Aufschneider. Eine Verleumdung. Nein, daran ist natürlich kein wahres Wort. Das sind die üblichen Lügengeschichten der Spottdrossel. In meiner Jugend war ich lange Zeit als Teppichhändler in Persien tätig und in dieser Eigenschaft viel mit meiner Privatbrücke unterwegs. Die Befürchtungen des Schmetterlings Seidi erweisen sich als berechtigt. Tolpatsch erzählt in etwas abgewandelter Form die Geschichte von der fliegenden Perserbrücke. Entschuldigung, ich meine vom fliegenden Teppich. Dass man als Teppichhändler auf so einem fliegenden Teppich eine orientalische Wasserpfeife dabei hat, mag zum Bordservice gehören. Auch eine Flöte für musikalische Einlagen ist noch zu verstehen. Warum man aber einen Topf mit einer Schlange mitführt, lässt sich nur mit Tolpatschs exotisch wuchernder Fantasie erklären. Wäre es wenigstens nur eine Luftschlange, aber nein, es muss eine ausgewachsene Kobra sein und dazu noch eine vom Ballett. Naja, sehen wir uns an, wie seine Geschichte weitergeht.
Man erkennt schon deutlich den für Tollpatsch typischen Ausgang. Das heißt, die Sache wird böse enden. Na komm, Tolpi, was ist denn los? Was machst du denn für ein Geschrei? Du hattest wohl einen schlimmen Albtraum. Du hast irgendwas von Persien gemurmelt. Das war eine wahre Geschichte. Der spinnt ja noch mehr als die Seidenspinner. Durchsage an Zentrale, verfolgen Knallbonbon, Balkon, Ballon, weiter, Ende! Sieh mal nach unten, Ferdi. Flip und Flop sind dir immer noch auf den Fersen. Die sollen raufkommen, wenn sie was wollen. Von früh bis spät steht's dabei, die gute alte Polizei. Keine Angst, die werden uns bestimmt nicht kriegen, denn die fahren Rad und wir fliegen. Jawohl, sie haben unberechtigt einen fliegen lassen und das dürfen sie nicht. Nun seht euch bloß mal diese beiden Radfahrer an. Die denken, die könnten mich kriegen. Wenn ihr Schnarchsäcke Tollpatsch fangen wollt, müsst ihr aber früher aufstehen. Achtung, klar zum Abheben und los! Hilfe, ich schaff nicht bis oben. Im Namen des Gesetzes lassen Sie uns an Bord. Hilfe, ich kann mich nicht mehr halten. Seine Nase ist so glitschig. Die Jungs gehen baden. Hilfe, kann ich schwimmen? Hilfe, Küstenwache. So, unsere Verfolger sind wir los. Jetzt können wir unsere Ballonfahrt endlich richtig genießen. Ja, ich schlage vor, wir steigen ganz hoch und fliegen ein paar Mal rund um die Erde. Und dann machen wir noch einen kleinen Abstecher zum Mond. Jetzt geht es allen so wie vorhin Tollpatsch. Erst dösen sie vor sich hin und dann schlafen sie ein und träumen das, was Schnüffel gerade gesagt hat. Ihr Ballon wird zum Raumschiff, sie segeln um die Erde an der Sonne vorbei, zwischen den Sternen hindurch und machen auch den von Schnüffel gewünschten Besuch auf dem Mond. Es ist ein schöner Traum und sie sehen im Schlaf sehr glücklich aus. Als sie endlich wieder zu sich kommen, sind sie vom Wind nach Hause getrieben worden. Ihr Ballon landet weich und sanft auf einer weiten Lichtung im Silberwald. Und sie nehmen mit Verwunderung wahr, dass Rauch aus dem Schornstein und ein angenehmer Duft in ihre Nasen steigt. Oh, ich tippe auf Kartoffelsuppe. Ich muss sehen, dass ich den größten Löffel erwische. Da bin ich aber mal gespannt, wer der gute Geist ist, der für uns gekocht hat. Der gute Geist bin ich? Ich musste doch mal ausprobieren, was ich in dem Fernsehkochkurs gelernt habe. Es gibt mexikanischen Feuerbohnentopf. Wir haben schon oft Suppen auslöffeln müssen, die du uns eingebrockt hast, aber dies hier ist dann die erste richtige. Gwendolin, ich kann dir gar nicht sagen, wie überglücklich du mich damit machst. Seht euch den an, der wird rot wie eine Tomate. Hallo, liebe Freunde, ich bin's, Coco. Endlich hab ich's geschafft, ich bin ein Schmetterling. Ein Prachtexemplar. Oh, vielen Dank für das hübsche Kompliment. Das ist kein Kompliment, das ist die reine Wahrheit. Schon als Raupe waren sie das bezauberndste Mädchen, das je in einem Apfel wohnte. Aber als Schmetterling schlagen sie einfach alles. Oh la la, wie die Engländer sagen. Na warte, du Schürzenjäger, dir werde ich oh la la die Suppe versalzen. Aber very strong, wie der Franzose sagt. Wohin werden Sie denn fliegen, verehrte Freundin? Ich lasse mich einfach vom Wind treiben. Ich will mir die große, weite Welt ansehen. Ich habe so viel nachzuholen. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, dann fliegen Sie mit Kleckermann. Der macht es nämlich möglich, dass Sie die Welt auf einmal sehen. Auf Wiedersehen! Au revoir! Auf Wiedersehen! Kommen Sie mal wieder vorbei! Gute Reise! Denn unser Ferdi ist gescheit. Wenn auch manche Spielt